Jetzt geht es um die Berechnungsmethoden von Vektoren. Wir beginnen Plus und Minus, also Addition und Subtraktion. Die Addition und die Subtraktion laufen identisch ab. Es wird immer komponentenweise addiert und subtrahiert. Kurz zur komponentenweise als Erklärung. Ein Vektor A kann man schreiben mit Komponente 1, Komponente A2 und Komponente A3. Das ist nichts weiter als, wie schon eben besprochen, die x-Koordinate, die y-Koordinate oder die z-Koordinate. Die Koordinatensysteme können auch anders heißen, das wird aber in anderen Videos noch erklärt. So, man könnte auch schreiben, ein Vektor A ist gleich, wir nennen die Komponenten dann einfach mal x, y, z. Das ging halt genauso. Ich bleibe aber mit der Zahlenindizierung, also A1, A2 und A3, da ich sonst zu viele Buchstaben verwenden würde und das einfacher ist. Wir addieren jetzt einfach mal zwei Vektoren, nehmen also die Komponente A1 plus B1. Ergibt dann A1 plus B1 ist gleich die erste Komponente vom C-Vektor. So, das auch mit den anderen. Und wenn wir das subtrahieren wollen würden, müssten wir einfach nur hier ein Minus malen und würden dann hier überall ein Minus bekommen und kriegen dann den C-Vektor bei Subtraktion raus. Jetzt zur Verbildlichung. Wir haben hier zwei Bilder gemalt. Das erste hier befasst sich mit der Addition und das zweite befasst sich mit der Subtraktion. Zuerst zum Addieren. Wir sehen hier den Vektor A und den Vektor B liegen irgendwo im Raum. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach mal umstrukturiere, wir können diesen Vektor irgendwo im Raum malen und den ziehe ich mal kurz weg. Wenn wir jetzt die beiden addieren, hängen wir einfach nur bildlich gesehen den Vektor B an die Spitze von A und der Endpunkt, das bedeutet, wenn ich von hier über A laufe bis nach B, die Verbindungsstrecke ergibt meinen neuen Vektor C. Und bei der Subtraktion machen wir das identisch. Wir verschieben kurz weg. Wir hängen aber jetzt die Enden der Pfeile aneinander. Das bedeutet, ich hänge ihn hier hin und gucke mir dann wieder die Verbindungspunkte an und sehe dann, aha, die Verbindungspunkte ergeben dann meinen neuen Vektor Z. Diese Verbildlichung kann man sich gut im Kopf behalten, da wir später in der Kräftezerlegung im nächsten Kapitel tatsächlich dann auch damit resultierende Kräfte ausrechnen können und das ein bisschen zur Veranschaulichung nutzen können.